Hallo liebe Freunde des Kochen, heute bereiten wir usbekische Jarkoe vor, einer der Lieblingsspeisen von meiner gnädigen Frau. So, was benötigen wir dazu? Ich habe hier einmal Rindfleisch. Sehr wichtig, Rindfleisch, usbekische Küche. Passierte Tomaten, Paprika, rote, grüne, könnt ihr auch gelbe nehmen, nach euren Vorlieben. Zwiebeln, Karotte, Kartoffeln, Knoblauch. Gewürze habe ich, Salz, Pfeffer, Paprika, etwas Kreuzkümmel, Öl zum Anbraten und natürlich, wie ihr wisst, ich liebe scharfes Essen. Kommt etwas für die Schäferei. Wie immer, genau Mengenangabe findet ihr bei mir unten in der Infobox. Aber Schatz, es ist egal, wenn das usbekische Küche ist, man kann auch Lamm nehmen. Weil du gesagt hast, dass das mein Lieblingsgericht ist, ich möchte sehr gern Rind haben. Die Frau hat gesprochen. Los geht's, wir schneiden. Okay, fangen wir mit dem Fleisch an. Schneiden in kleine Würfel, damit es einfach das ganze Gericht schneller zubereitet wird. Oh, ich dachte, du warst schon fertig, Schatz. Nein, mein Schatz. Mundgerechte Stücke, so wird. Ich mag auch ein bisschen, dass es ein bisschen mit Fett ist, damit es besser schmeckt. Also nicht wie für Gulasch, gell? Viel kleiner, ja, schneidest du das? Nein, du kannst auch wie Gulasch machen, das ist für euch lieb. Aber ich schneide für dich sehr gerne klein, weil du magst nicht große Stücke Fleisch. Ja. Deswegen so groß passt er perfekt, werden schnell angebraten und wird auch schneller, zügiger vorbereitet. Also wenn eure Küche schnell gehen muss diesmal, gell? Ja, wenn ihr schnell wollt, ist es optimal. Ui, bei dir ist Fleisch abgehauen. Ja. Wir fügen ungefähr 50-60 Milliliter Öl hinzu. Und das Ganze braten wir, bis es eine schöne goldene Farbe gibt. Solange unser Fleisch brät, schneiden wir unsere Paprika zu in solche Stücke. Kartoffel war schon geschnitten, gell? Genau, Kartoffel habe ich jetzt in so Scheiben. Zuschneiden, wie ihr wollt, wie ihr mögt. Umrühren nicht vergessen. Genau. Und das gleiche machen wir mit der Karotte. Würfeln wir. Einfach in solche Stücke. Und wir schneiden nun Zwiebel gewürfelt. So, die ganze Gewürze zermahlen wir. Das Ganze würzen wir erstmal mal das Fleisch und fügen gleichzeitig unsere Zwiebel. Umrühren nicht vergessen. Die Chefin sagt es. Danach kommen unsere Karotten. Wieder alles umrühren. Und unsere Tomaten. Und wir legen noch etwas Holz nach. Holz nachgelegt, okay. Genau. Weil die Temperaturen können nicht so gut halten. Das habe ich auch übrigens schon gelernt, Leute. Hat seht sie? Ihr? Unglaublich, bei der Kälte müsst ihr drauf achten. Ja, was haben wir jetzt momentan? Minus 2 Grad draußen. Na also, bei der Kälte müsst ihr immer denken, dass die Temperaturen trotzdem runterfallen. Sind nicht so wie im Sommer, gell Schatz? Habe ich richtig gesagt? Ganz genau, das heißt, wow. Ihr müsst immer ein bisschen im Winter ein bisschen höhere Temperatur fahren wie im Sommer. Applaus für mich, ich habe was gelernt. Bravo! So. Jetzt fügen wir noch etwas Knoblauch, schnippeln wir und schmeißen Knoblauch noch dazu. Nur ein Teil davon. Okay. Ungefähr nach 1-2 Minuten fügen wir unsere Paprika hinzu. Natürlich nicht vergessen umzurühren. Bravissimo! Mein Gott, das sieht so schön aus, diese Farben. Und vor allem der Duft. Ja. Da riecht alles ja, raus. Ja, Schatz, das stimmt. Schieß los, Schatz. So, wir fügen mal etwas von unserem Lasa hinzu. Lasa, hast du das probiert? Lasa, ja. Nicht so scharf wie letzte. Nein, das okay. Ist noch von den vorletzten.
Das okay. ist zwar scharf, aber nicht so extrem wie das letzte. Sehr gut. Und das Ganze wird mit Wasser abgelöscht. Wir machen jetzt eine Suppe draus. Oh Gott, riecht das gut. Sau gut. So viel Wasser einfügen, wie dickflüssig ihr die Suppe oder den Eintopf mögt. Wir mögen es flüssig. Was für ein Farbenspiel. So, und den restlichen Knoblauch zerkleinern wir. Der kommt am Schluss hinzu. Und natürlich sollte man ja das ganze leckere Essen kosten. Ja, koste mal. Wir sind gespannt. Machen. Die Kartoffeln, Karotten, Fleisch. Und jetzt richtig kräftig pusten, damit man sagt, gosh, nicht verbrennt. Okay. Und trotzdem habe ich mein Gosch verbrannt. Nester. Es schmeckt einfach geil. Es fehlen noch ein bisschen Kräuter dazu. Petersilie, Dill. Wird der Hammer sein. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr keinen Abonnenten habt. Wenn irgendwelche Fragen habt ihr zur Rezeptur, stellt's wer schnellstmöglich beantworten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, lasst euch schmecken, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.